Bernstein war nicht der Erste, der die Idee dazu hatte, dass man Schiller umdichten muss und aus aktuellen politischen Gründen, aus der Freude die Freiheit machen. Das hat vor jetzt schon ein paar Jahren die Idee gehabt und einige andere Leute auch. Aber das spielt alles gar keine Rolle. Es war ein historisches Datum. Es war tatsächlich das Wiedervereinigungs-Happening. So eine Idee kommt nach dem Mauerfall am 10. November, dann hast du Ende Dezember halt diese zwei riesen Konzerte. Also das ist gerade das Charmante an diesem Dokument, das ist tatsächlich das der historischen Situation geschuldete Imperfekte. Das macht diese Aufnahme groß. Zur Gründung der DDR wurde die 9. gespielt. Ja? Als die DDR kaputt war, wurde auch die 9. gespielt. Das war das Lieblingswerk von Stalin, der das auch immer, wenn irgendeinen Grund gab zu feiern, dann wurde die 9. gespielt. Darüber sind schon Dissertationen geschrieben worden. Japaner machen das heute noch einmal zu Silvester, sehen die alle immer vor schöner Götterpunkt und zwar massenhaft im Fußballstadion. Ein großer Musikwissenschaftskollege von mir hat mal geschrieben, das war meine Kammer, die Chance, Beethoven-Symphonien so zu hören, als sei es zum ersten Mal, haben wir nicht. Die haben wir nicht mehr. Und das ist tragisch. Also ich finde es auch, also es ist tatsächlich tragisch. Also mit anderen Musikdingen passiert es schon. Also beispielsweise gestern von den Beatles habe ich irgendwann, als ich jung war, zum ersten Mal gehört und dann jahrzehntelang überhaupt nicht. Und wenn ich es dann mal in einer bestimmten Situation wieder höre, dann transportiert das bestimmte Erinnerungen. Das ist dann auch tatsächlich wieder wie zum ersten Mal. Aber das ist gleichgültig, ob Sie Beethovens berühmte Sonaten nehmen, meinetwegen Mozart-Sonate oder Waldstein, ob Sie seine 3., 5., 7., 6. oder 9. Sinfonie anspielen. Das hat jeder schon mal gehört, selbst die Kinder im Kindergarten, selbst die wenigsten Mutterland haben schon mal irgendwann irgendwas davon gehört, weil er so allgegenwärtig ist und weil er besetzt ist mit Ideologie, politischer Ideologie. Auch das, auch wenn man sie nicht benennen kann, auch wenn Leute auf der Straße fragen will und sie gar nicht sagen können, was es ist, aber sie wissen, dass da was ist. Bernstein war tatsächlich, Leonard Bernstein, ein politisch denkender Musiker, wie sie heute eigentlich selten geworden sind. Die Popularität, die er als Classic-Star hatte, muss man sagen, er war mehr oder weniger auch ein Popstar, hat er auch ausgenutzt für politische Zwecke. Natürlich. Und das ist etwas, was man vielleicht auch, wenn man diese Aufnahme hört, mit einem bisschen Sentimentalität sollte man dann auch denken, auch wenn.